Johohohoho, X. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Tommy X Livestream. Let's play Dark Souls 3. Was machen wir heute? Ja, wir machen ein bisschen Progress. Das hat ja letztes Mal gut geklappt. Und deswegen gehen wir hier auch direkt wieder rein, machen noch einen. Es ist Mittwoch, früher Abend. Vielleicht kommt ihr gerade von der Arbeit. Oder ihr wart gerade einkaufen. Oder ihr macht gerade noch die letzten Einkäufe vom Lockdown. Nochmal die wichtigsten Sachen eingekauft, bevor es wieder losgeht. Und dann starten wir rein. Ja, in der letzten Folge haben wir Sullivan erledigt. First Try. Das lief ganz gut. Da war ich selber überrascht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen weiter. Prügeln uns weiter voran. So. Jupp, ein bisschen Musik darf dabei sein. So, wir waren hier, genau. Whoop. Und da geht's los. Oh yeah. Mit Tommy X Livestream. Let's play. Oh yeah. Hier war der Fahrstuhl. Okay, Es geht irgendwo immer weiter. Hundertsiebzigtausend. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Nicht zu leichtsinnig. Und wir können ja hier nochmal auffrischen, während der Fahrstuhl runterfährt. Dann haben wir einmal Unsterblichkeit für umsonst. So, dann würde man ja eigentlich hier rüberlaufen. Oh, da hinten. So, mal gucken. Atmet diese Truhe? Nein, tut sie nicht. Diese Truhe ist ungefährlich. Nein! Ist sie nicht! Okay. War jetzt aber nicht nett. Na, da waren wir vielleicht zu voreilig. Oh mein Gott. Wie hieß es denn? Welches Item? Untoten. Das war das, ne? Hey! Ja, kann ja auch hier, ne? Kann ich auch. Wo ist er denn? Da ist er. So, was hat er denn hier? Goldener Ritualspeer. Den haben wir aber, glaube ich, schon.
Ja. Da guckt er. Aber das dürfen wir uns natürlich nicht nehmen lassen hier. Das müssen wir mitnehmen. Ui. So gestickert. Nicht krapschen. 6000. Aber sonst war hier glaube ich nix. Nee. So, dann können wir vielleicht mal ein bisschen Glöcken, ein bisschen Glöckchen spielen. Aber das war's dann hier auch schon wieder, oder was? Ach ey. Ah ja, guck mal. Ring der Gunst. Ring der Gunst. Plus 1? Plus 1, ja. Aber wir haben schon plus 3. Das ist merkwürdig. Auch nichts. Oder diese Musik, ne? Die ist ja mal komisch. Ist das Jingle Bells hier? Christmas. Was ist hier los? Da. Country. Okay. Ach so, ja, hier haben wir hier schon. Ja, wir laufen hier mal rum und gucken, wo es weiter geht. Jawohl. Da gibt's einen simplen Edelstein. Und mehr gibt's hier nicht. Immer der Sense nach. Was doch dann? Das war's doch hier oben. Okay. Frage, wo geht's weiter? Gehen wir hier weiter? Ja, stimmt, genau. Ja, hier müssen wir weiter. Na gut, sei es drum. Da hinten das Item, das hatten wir schon. Jetzt fängt er auch schon wieder an zu schießen. Und nochmal. Und nochmal. Oh. Ah.
Nehmen wir einmal den hier. Oh! Ah, falsch. Vielleicht können wir auch einmal kurz. Das ist ein TP. Einmal den kurz. Dann einmal den. Kriegen wir ein bisschen mehr. Jetzt können wir wieder umswitchen. Das ist ein bisschen verworren, ich weiß. Nehmen wir mal unser gutes. Unser Gutes, unser Bestes. Vielleicht auch mal ein bisschen rumpieken. Hui! Ja. Hui! Ja. Oh oh! Hui! Hui! Mal durch. Guck's auch noch hin. Uiuiuiui. Du? Einmal aufspießen. Oh oh. Einmal aufspießen. Da wäre auch der Harmoniezauber ganz nützlich jetzt. Unsere Lieblingsschwerter. Ja, dann normalerweise würde man von da unten kommen und sich dann hier durchprügeln. Oh ja. Kriegt man nämlich von da oben einen mit. Da steckt dann aber einer drin hier. War hier noch irgendwas? Nee. Auch nichts mehr. Boah. Gut. Oh. Alter. Komm mal her. Komm mal her. Oh, wir sind ja gleich zwei. Oh, da fliegt er runter. Da fällt er runter, du. Juhu. Oh, der hat Keulen. Oh. Au, au, au. Zwei gegen einen. Oh oh. Wo kommt er denn? Wo kommt er denn geflogen?
Wo kommen sie denn? Oh. Oh, da kommt er. Der hat doch nichts mehr. Au. Wo kommt er? Da kommt er. Oh, da ist er. Da ist er durch den Fall. Alter Schwede. Ja, zwei gegen einen hier. Was ist los? Doppelschwer, die haben wir schon. Die sind auch sehr cool. Kann man ja auch mal demonstrieren. Wo sind sie denn hier? Die hatten wir doch eigentlich auch schon gepimpt gehabt. Die müssten eigentlich oben sein. Da, genau. Die haben wir auch schon auf plus 9. Den kann man auch schön was machen. Naja, ja, hier waren wir. Von da oben kommt gleich was. Oder auch nicht. Da haben wir mal Glück gehabt. So. Dann waren wir ja hier. Dann kann man hier rein. Aber wir gehen nochmal hier. Schauen hier nochmal. Blutverschmiert, wie wir sind. Aber das reicht uns noch nicht. So, hallo, einer von denen, der rastet doch aus, oder? Hey, wer rastet hier aus? Du rastest aus. Au! Was macht er denn da? Hey! Ach, so einer machst du also. Auf dem Boden. Oh, was macht er? Was macht er? Setzt er sich hin? Und einmal aufgespießt. 11.000. Geht auch ganz gut. Einmal Blut mit dabei. Das ist auch noch so ein Kandidat. Mal pieken, bis nichts mehr geht. Und dann liegen die eigentlich ganz schön schnell. Ja, hier. War hier hinten nix? Gucken, ob in der Glocke noch was drin ist. Nee. Dann haben wir mal einen Magieflakon.
So, dann sammeln wir hier alles ein. Das sind alles stille Kameraden. Hier sind wir vorne durchgelaufen. Dann können wir hier nochmal gucken. Hier sind auch noch welche. Da muss man aufpassen. Haben wir den einen Ring drin? Ja, haben wir. Jetzt mal ganz kurz. Oh, wir sind nicht im Pool. Das tut mir leid. Dann gehen wir mal schnell rüber. So, weiter geht's im Pool. Poolgemetzel. Wo ist er? Genau, dann haben wir hier alles, oder? Ich guck noch mal nach. Hier war auch keine Invisible Wall, nur ein Ring. Nichts dabei. Hier sind wir gekommen. Und dann geht es hier hinten weiter. Normalerweise würde man von hier hinten dann auch kommen. Lauf einmal zurück. Ah ja, da ist der zweite Lizard, den können wir uns jetzt mal holen. Stehen bleiben! Da haben wir noch mal einen. Funkeltitanit. So, da hinten waren wir auch schon. Nichts mehr. Drei haben wir noch. Drei haben wir noch. Nehmen wir noch mal einen mit. Nehmen wir noch mal einen mit. Ach so, ja, genau. Warte mal, normalerweise hier weiterkommen. Da ruhen wir uns noch mal aus hier. 200, das ist doch schon wieder ein Level up. Das ist doch schon wieder ein Level up.
Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Jawohl, meine Königin. Very well. Then touch the dark. Take nourish. So. Noch mehr auf Glauben? Eigentlich schon, wa? Zauberei können wir auch, aber Glaube ist, ja, wenn wir das nochmal ein bisschen hoch, dann können wir die richtig fetten Zauber noch mitnehmen. Wo wir Vitalität auch mal auf 30 bringen könnten, nur um der 30 willen. Und im Zweifelsfall, da kommen die ein oder anderen Level noch zusammen. Im Zweifelsfall immer auf Vitalität. Und dann geht's auch schon weiter. Das passt ja mal irgendwie. Es passt nicht so richtig, ne? Cyberpunk. Boah. Also eine Synthese hier so, ne? Machen wir nochmal ihn hier. Ganz gemütlich. Das passt doch schon ein bisschen besser. So. Hier weiter, ne? Und dann müssen wir natürlich... Vielleicht können wir nochmal Zauber einstimmen. Denn die Lichtsäulen... Ja, die sind zwar cool und hauen ordentlich weg, aber nee, ich brauche Flächenzauber. Ich brauche was mit Fläche. Und vielleicht sogar der hier. Für den brauchen wir zwei, okay. Vielleicht einen kleinen Gifthauch. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch einen Pyromantie-Verstärker. Entweder die Flamme oder, was mir eigentlich besser gefällt mittlerweile, dass die Dämonennarbe, dieses Schwert. Dann kann man vielleicht mal ein bisschen zaubern. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wieder da sind, die beiden Lumpis von vorhin. Aber nicht die anderen. Nee, das ist nicht wieder da. Ey. Dann gehen wir mal hier rein. Machen wir alles abchecken hier. Ach, guck mal. Aha. Siehst du wohl. Dann kann man hier einmal hoch. Ich glaube, ich weiß, wo wir gleich hinkommen.
Schauen wir mal. Oh ja, hier sind auch noch mal zwei gefährliche Kameraden. Au, das war's. Oder auch nicht. Boah, was? Wir hatten noch einen. Ah, den wollen wir doch. Na gut. Aber da können wir vielleicht auch mit dem Nebel arbeiten. Das geht auch ganz gut. Dann haben wir noch, ja, halbe Stunde haben wir noch. Das geht noch. Dann können wir die vielleicht einmal wechseln. Nur die Standardausrüstung. Dann geht das Ganze vielleicht auch ein bisschen komfortabler. Aber vorher einmal bitte. Und normalerweise macht man das am Lagerfeuer. Jo, jo, jo. Gleich so weit. Geschwind den Feuerbällen entgegen. Und dann gehen wir hier nochmal runter. Erstmal die Seelen sichern. Menschlicher, was? Nein! Hä? Ist das ein Double Hit, den wir da abkriegen? Eigentlich müsste doch erst, ne, der Zauber brechen. Na gut. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir vorsichtig sein. Weiter geht's gleich. Jetzt sofort. Wir können ja auch erstmal die Treppe hochgehen. Vielleicht gibt es ja ein Leuchtfeuer. Das würde den Weg natürlich kürzer machen. Das machen wir mal ganz kurz. Juhu! Mit euren scheiß Feuerbällen. Ich bin jetzt halt um den Sack hier.
ständig diese Feuerbälle überall. So, wenn wir jetzt hier die Treppe hochgehen. Ah ja. Oh nee, das ist auch eine gefährliche Stelle. Das ist eine gefährliche Stelle. Jojojo. Jojo. Jo, jo. Wer sie kennt, der kennt sie. Der weiß das. Deswegen gehen wir hier nochmal runter. Sichern die Seelen und hauen das Vieh jetzt mal um. Das kann ja nicht wahr sein hier. Erst so ein Boss First Try und dann hier so ein Lumpi oder was? Junge. Ja. Oh, jetzt haben wir zwei gepult. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Nee, zwei wollen wir nicht. Zwei wollen wir nicht. Nee, da geh ich nicht runter. Da geh ich nicht runter. Das können wir auch auf später verschieben. Runterwerfen? Nee. Beruhigt euch doch mal. Wenn wir hier weitergehen, das ist auch gefährlich. Oh, Titanitschuppe, auch gut. Da kommen die Meister Großpfeile. Oh, da kann man droppen. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Können wir? Ja, können wir wahrscheinlich. Hui. Oh, eine Asche. Die können wir dann auch abgeben. Können die nicht auch verzaubert werden? Können sie nicht. Oh, nee, kann er nicht. Das kann er nicht. Boah, voll rein hier rund. Junge! Da steckt mir einer in der Hacken. Mit ihren Großfallen, du. Hey! So, hier hinten keine Wall. Und da sind wir gekommen. Regulärer Weg wäre eigentlich. Da ist noch einer. Oh, von wo? Da hinten.
Schule. Hallo? Wo schießen Sie denn? Da ist eine. Den schnappen wir mal uns. Huh! Huh! Und das Schwert bin durchgetaucht. Und da muss er niederknien. So, dann sind wir eigentlich von hier gekommen. Da können wir auch nochmal droppen. Oh ja, den hatten wir ja schon, oder den haben wir schon. Und den... Ja, den haben wir aber auch schon auf plus 4. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, Großpfeile haben wir auch. Von hier wieder droppen. Oh, das ist auch ein Gerät. Alter Schwede. Hier war nichts, ne? Da geht's runter ganz tief. Ui. Nummer. Dann komme ich jetzt hoch. Dann komme ich jetzt hoch. Haben die sich da unten mal wieder beruhigt? Die sind auf jeden Fall nicht mehr an der Leiter. Können wir gleich nochmal gucken. Dazu bitte. Eine Viertelstunde haben wir noch. So, wo waren wir? Wollten wir eigentlich hier hochlaufen? Das haben wir gerade eingesammelt. Ah ja, um den Kollegen wollten wir uns auch noch kümmern. Das können wir auch, mein Freund.
Komm mal vor da. Wir haben auch einen Pfeil. Komm mal vor da. Oder so. Und tschüss. Und tschüss. Na gut. Dann schauen wir hier nochmal rum. Nix. Von da. Ach so. Dann geht das da rum. Dann sind wir von hier gekommen. Alles klar. Dann gucken wir hier oben weiter. Alter, wie schnell kannst du denn nachladen? Oh ja. Da liegt er ihn nieder. Da liegt sie ihn nieder. Wenn wir ihn schlafen. Die haben wir ja auch schon. Rein. Ah ja, hier waren wir auch noch nicht. Das dachte ich mir doch wohl. Und dann kommen wir zu diesem drehbaren Turm, genau. So war das nämlich. Aha, genau. Und dann kann man aber hier noch mal runter und hier noch mal kurz gucken. Man kann auch hier lang laufen und kommt dann wieder zurück. Ist manchmal sehr verwirrend, ich gebe es zu. Schauen wir nochmal, was es hier Schönes gab. Ah ja. Da haben wir sie alle zusammen. Alle wie sie sind. Aber den kann man doch bezaubern. Oder? Hey! Oh ja. Jetzt gehen wir aufeinander los hier. Wieder wieder um mich, ne? Ach, genau, Rilo. Ah, komm. Du kommst auch für uns.
mehr, desto lustiger. Freunde! Ach, jetzt greift er den Großen sogar an. Prost! Ja, so wird das nix. So wird das nix. Oh, den verprügelt er aber. Minuten haben wir noch. Hilfe! Die hatten wir ja alle schon. Den Shortcut haben wir vorhin übersehen. Von da hinten würde man sonst normalerweise kommen. Okay. Dann gehen wir mal hier wieder hoch. Das reicht nicht. So, okay. Dann haben wir den Shortcut. Kann man da noch hin? Das müssen wir dann mal schauen. Mit seinem Cape. Es weht im Wind. Na gut, dann schauen wir mal uns diesen Weg hier an. Mal gucken, was da noch war. Oh, 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 ich glaube, ich weiß, was da kam. wie viel haben wir denn? 9? Könnte noch reichen, ja. Muss mal probieren. Schauen wir mal. Ob das hier eine Sackgasse wird. Das ist eine Sackgasse. Eine riesige Sackgasse. Eine Sackgasse mit einer Truhe. Und diesmal keine Tricktruhe. Umkehrring. Auch nett. Der sorgt dafür, dass Männer Frauenaktionen ausführen können und Frauen Männeraktionen ausführen können. Ich habe keine Ahnung, in welchem Kontext man das verwenden soll oder wo man diesen Ring einsetzen kann. Hier war nix. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man hier irgendwas machen muss. Ich
glaube nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ein langer Weg, eine lange Treppe, die zum Sieg führt, wo auch immer das sein mag. Genau, dann gehen wir hier weiter, die Wendeltreppe, die sich wendelt. Da gibt es auch eine Stelle, die man so, wenn man nicht nachguckt, glaube ich auch niemals finden würde. Vielleicht durch puren Zufall oder was auch immer. Aber ich zeige euch das noch, bevor die Stunde zu Ende ist. Wir nehmen erstmal hier oben das Bonfire mit. Einmal hier kurz ausgeruht. Dann geht das weiter ganz gut. Das zeige ich euch gleich. Oder das kann ich euch eigentlich auch jetzt zeigen. Wenn ihr hier oben seid, könnt ihr einmal hier am Rad drehen. Dann könnt ihr einmal da drüben hin und einmal hier hin. Und wenn ihr diesen Turm hier habt, auf der Seite, dann nehmt ihr allen Mut zusammen, den ihr habt. Und ja, ihr seht ja schon, da hinten ist irgendwas. Und wie man da hinkommt, das zeige ich euch. Und da kommt man nur hin mit ganz viel Mut. Die letzten 3 Minuten. Indem ihr einfach voranschreitet. Ich konnte es selbst nicht glauben. Aber es geht. Es gibt hier diesen geheimnisvollen Weg. Und ja, das ist eine Stelle, da muss ich selber staunen. Denn sowas hat man auch noch nicht gesehen. Ja, und die Stunde ist auch schon wieder voll, meine Freunde. Die letzte Minute läuft. Wir ruhen uns an dem Lagerfeuer da gleich aus und genießen die Aussicht noch. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Schaltet das nächste Mal auch wieder mit ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.